Forschungszentrum der Akademie der Wissenschaften. Hier treffen wir Jürgen M., 29 Jahre. Die Kollegen mögen ihn, denn er gilt als Motor der Freizeitgestaltung. Theaterbesuche, Jugendforen, Sportfeste. Viel Initiative geht von ihm aus. Pausengymnastik! Doch mag nur dieser Ruf ergehen, ist Jürgen nirgendwo zu sehen. Ihn überzeugen, das ist schwer. Der Platz von Jürgen, der bleibt leer. Für ihn sind sowas Blödeleien und eine Nummer viel zu klein. Doch Jürgen, sei nicht arrogant. Du hast den Sinn noch nicht erkannt. Egal bei welcher Tätigkeit, es stärkt die Leistungsfähigkeit. Auch die Pausengymnastik hat einen spürbaren Einfluss auf die Lebensfreude und Arbeitsproduktivität. Mitmachen, es ist nie zu spät. Denke dran, Gesundheit liegt auch in deiner Hand.